ich nicht gesagt. Du hast gesagt, du willst die dicke Trine zurück. Ja, aber ich will, dass es zwischen uns wieder so ist wie früher. Das heißt nicht, dass ich will, dass du wieder fährst. Ach, ich doch keinen Scheiß. Ich weiß, wie du es gemeint hast. Bist du nicht gewesen, dass du blöde Scheiße hoch? Ich? Spinnst du? Weißt du eigentlich, wie das ist? Wenn alle beim Sportunterricht über dich lachen? Wenn sie dir Trine, Fressmaschine hinterherrufen? Und jeder einzelne Tag in der Schule dir helfrig ist? Krass. Bin ich echt gewohnt. Und du hast es gewusst? Nein. Ich habe diese ganze Scheiße hinter mir gelassen. Aber ich habe so hart dafür gearbeitet. Und du? Hallo. Du hast mich immer nur ausgenutzt. Aber jetzt nicht mehr. Ich habe dich nicht ausgenutzt. Oh nein. In mir hast du doch immer sexy ausgesehen. Deswegen hast du mich auch immer mitgenommen. Damit die Jungs dich toll finden. Ich komme später nochmal vorbei, ich habe jetzt gleich zu tun. Und ich muss dafür sorgen, dass ich wieder was zu tun kriege. Hey! Bist du alles gekommen? Bisschen Kaffee, ich habe echt gemacht. Ich habe keine Zeit. Ich kann nicht zugehen. Was hat er denn da vorstellen? Ganz ehrlich, das wüsste ich auch gerne. Dann melde dich nicht mit mir. Wie willst du denn jetzt weitermachen? Wie schon gesagt, Till wird nie erfahren, dass er der Vater ist. Das ist der beste Weg für alle. Und ich sage nochmal, Till wird nachrechnen. Und ich würde ihn nicht aufhalten. Ich kann so Mädchen wird. Till kann offenbar nur Jungs. Dann sorge ich dafür, dass er ihn gesehen hat. Was soll er machen? In der Schneeallee. Dass sie nach der Geburt nach Barcelona. Hat der Kleine gleich einen großen Bruder, kann er sich freuen. Aber was ist denn mit dir, mit deinem Lebenslauf? Läuft ja gerade eh nicht so besonders, oder? Es kann also nur besser werden. Wie willst du es finanzieren? Ich verkaufe meine Hälfte vom Schule. Sicher? Thank you.
bewusst bin, dann heirate ich dich. Was haben wir gesagt?